Da ich in letzter Zeit öfters gefragt werde, mit welchen Einstellungen ich Ghost Recon Breakpoint im Immersive Mode spiele, und auch da ich immer, wenn ich mal in einem Video erwähne, dass mir Breakpoint generell zu einfach ist, einen Kommentar erhalte, so nach dem Motto, was, zu leicht? Spiel erstmal auf Extrem, Elite, du Noob, so nach dem Motto, ja, dachte ich mir, ich nehme einfach mal eine aktualisierte Version meiner Immersive Mode Einstellungen auf. Ich habe vor einiger Zeit, als der Immersive Mode ins Spiel eingebaut wurde, schon mal so ein Video gemacht und dachte mir, da sich da ein bisschen was geändert hat, nehme ich mal eine aktualisierte Version des Videos auf. Gut, springen wir direkt in die Einstellungen. Erstmal hier Ghost Parameter Erfahrung, die Ausstattungsstufe natürlich aus, sonst wäre es kein Immersive Mode. Schwierigkeit der Gegner extrem. Schwierigkeit taktisch ist Elite und angepasst. Interface ist, kann man eigentlich abkürzen, ist fast alles aus. Soziales und Biwak, reduzierte Dienste, Entdeckermodus nicht geführt. So, schauen wir uns mal die Einstellungen im Detail an. Und zwar Plätze für Primärwaffen eine, ist klar. Verbandsmaterialien wenige. Spritzen heilen Verletzungen aus. Verletzungen immer, Ausdauerverbrauch extrem, keine Lebensenergieregeneration, Munitionsverlust beim Nachladen an und dunkelste Nacht an. Soziales und Biwak, also nur Gruppe beim sozialen Knotenpunkt, damit in Erebon keine fremden Spieler rumlaufen. Shop im Biwak, auch nur in Erebon. Und Werkstatt, ebenfalls nur in Erebon. Da zu den Verbandsmaterialien könntest du jetzt natürlich sagen, ja, die Anzahl der Bandagen ist sowieso egal, weil man dir im Kampf jederzeit neu craften kann. Genau das tue ich allerdings nicht, denn ich habe mir angewöhnt, ausschließlich im Biwak zu craften. Zumindest wenn ich alleine spiele, wenn ich privat für mich alleine spiele. Denn so im Let's Play oder so, da mache ich gerne mal eine Ausnahme. Weil es wirklich, ich glaube, es hat keinen besonderen Mehrwert für dich als Zuschauer, wenn ich da eine halbe Stunde lang zum nächsten Biwak humpel, wenn ich schwer verletzt bin. Vorausgesetzt, ich überlebe es überhaupt. Ja, dann kommen wir zum HUD. Hier ist, wie gesagt, alles aus und auch alles klein, bis auf die Interaktionsshader, die sind an, damit ich einfach sehe, mit welchen Truhen ich, beziehungsweise mit welchen Kisten ich interagieren kann. Und außerdem sind die Benachrichtigungen an. Hier, Benachrichtigungen. Einfach damit ich, wenn ich eine Fraktionsmission mache oder so, damit ich dann sehe, wenn es vorbei ist, wenn ich es geschafft habe. Manchmal mache ich die auch aus, aber eigentlich in der Regel habe ich sie an. Kommt immer drauf an, mache ich immer so je nach Laune, aber meistens habe ich die an. Du denkst jetzt vielleicht, ja gut, da hast du halt alles aus, aber du siehst ja gar nicht, was du dann machen musst. Deshalb habe ich jetzt hier mal so testweise, beziehungsweise zu Demonstrationszwecken, die meine Klassenherausforderung hier ist aktuell vom Echelon angeheftet und zeige dir, wie du da trotzdem drauf zugreifen kannst. Ich kann jetzt hier die Tab-Taste hämmern, wie ich lustig bin, aber es wird nicht angezeigt. Aber auf der Karte wird es immer angezeigt. Das heißt, da ich ja sowieso immer zur Karte muss, um mich zu orientieren, weil es ja keinen normalen Kompass im Spiel gibt, sehe ich dann darüber, welche nächsten Schritte ich unternehmen muss. Jetzt habe ich den Kompass erwähnt. Du weißt vielleicht, dass man die Minimap unten rechts durch einen Kompass ersetzen kann. Den benutze ich aber absichtlich nicht, denn der zeigt leider auch den Status der Gegner an. Also wenn die einen Körper gefunden haben oder wenn die in Aufruhr sind, wenn die im Kampf sind, wenn die was gehört haben. Das ist halt ziemlich nervig, also das heißt nervig. Es kann hilfreich sein, aber genau das will ich ja nicht. Ich will einfach nur einen ganz normalen Kompass haben, der halt die Richtung anzeigt. Und das gibt es halt in Breakpoint aktuell leider nicht. In Wildlands hatten wir oben am Bildschirmrand diese Kompassleiste, wie man sie auch aus anderen Spielen kennt. Aber in Breakpoint gibt es die leider nicht. Und deshalb
Ja, habe ich alles aus. Dann noch eine Sache, du hast es gerade gehört, ich weiß nicht, ob die auch schon mal im Bild zu sehen waren, habe ich die KI-Kameraden immer an und ich spiele zusätzlich mit Voice Attack. Ich habe mir da mit Voice Attack verschiedene Profile zusammengebaut, beziehungsweise ein Profil mit ganz vielen verschiedenen Befehlen zusammengebaut, sodass ich die mit Voice Commands befehligen kann. Wenn du mein Let's Play verfolgst, dann hast du das bestimmt schon öfters gesehen. Falls nicht, demonstriere ich dir das hier jetzt auch gerne mal. Ziel auf den Commander. Das müssen wir hören, wann er Feuerbereitschaft bekannt gibt. Hat er gerade getan. Dann Feuer frei. Falls du dich fragst, welche Waffe ich benutze, das ist eine 416 mit einem kurzen Lauf. Ich werde am Ende des Videos nochmal kurz die ganzen Attachments meiner Waffe durchgehen und auch die Handfeuerwaffe. Ansonsten habe ich halt noch ein paar Befehle für die KI-Kameraden, die ich halt gerne kurz noch zeigen möchte vorher. Und zwar für mich ganz wichtig, wenn wieder mal alles aus dem Ruder läuft. Team, Feuer frei. Holt sie euch. Okay, los. Auch manchmal wichtig, obwohl sie sich daran oft leider nicht halten. Team, Position halten. Bleibt genau, wo ihr seid. Die Befehle, die gehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mit anderen Worten als mit Team, sondern also auch mit Ghosts und was habe ich denn noch? Ich weiß es gar nicht mehr genau, was ich alles eingebaut habe, aber Ghosts bin ich mir relativ sicher. Probieren wir es einfach mal aus. Ghosts zu mir. Ja, geht. Ja, also ich habe ganz viele Befehle dafür. Wenn du dich dafür interessierst, verlinke ich dir gerne in der Videobeschreibung das Video, in dem ich zeige, wie das alles eingestellt wird und auch den Link, unter dem du mein Voice Attack Profil runterladen kannst, wenn du die ganzen Befehle nicht selbst einstellen willst. Gut, so, dann schauen wir uns mal noch meine Bewaffnung an. Hier unten bei den Items mache ich immer das rein, was halt gerade der Situation entsprechend angebracht ist. So, wie gesagt, es ist eine 416 auf MK3 mit einem kurzen Lauf, einem erweiterten Magazin, einem Schalldämpfer natürlich, einem Maul-DA Laser, den mag ich besonders gerne, denn der ist wirklich super sichtbar und im Gegensatz zu dem roten Laser hatte ich hier noch nie irgendwie Probleme zu sehen, wo ich hinziele. Vor allem ist der Anvisierpunkt ist auch super dick, super groß. Ja, dann außerdem habe ich die Digital-Zieloptik drauf, den CTR-SLK-Schaft, einen Auto-Einzelschussabzug und einen angewinkelten Kurzgriff-Shift am Unterlauf. Ja, gut, die Farbe kannst du ja machen, wie du willst. Ich habe schwarz und khaki. Nee, ist das Khaki? Bin ich unsicher? Ja, ist Khaki. Ja, als Pistole habe ich eine USP Tactical, einfach weil ich die gerne mag. Auch auf MK3 natürlich, mit einem Standardmagazin, einem Schalldämpfer und dem Adpial X3 Laser. Das ist der, ich nenne ihn den Predator Laser. Muss ich mal ein bisschen näher zum Baum gehen. Hier seht ihr schon, den sieht man so gar nicht wirklich, ne? Und ich sehe jetzt, ach gut, jetzt sehe ich, manchmal sehe ich es ein bisschen hier, wo ich hinziele. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr subtil. Ist halt auch mehr für Nahdistanz, ne? Da wird an dem Baum, da backt die Rinde wohl rum. Ich sehe hier tatsächlich, ich will doch nur, auf jeden Fall ist es ein Dreifachlaser. Man sieht das hier leider nur zwei Punkte. Aber, ich meine, heißt X3. Ja, was die Klassenauswahl angeht, da spiele ich am liebsten die Schleichklassen. Da ist irgendwas explodiert. Da spiele ich am liebsten die Schleichklassen, Echelon, Panther und ja, also die offensiven Klassen wie, beziehungsweise gibt es ja eigentlich nur zwei, den Ingenieur und den Assault, also den Sturmsoldaten, spiele ich gar nicht so gerne. Am liebsten spiele ich die, mit denen ich halt schleichen kann oder auf Distanz bleiben kann, wie
beim Scharfschützen und beim Pfadfinder. Jo, gut. Wenn du weitere Fragen hast, schreib die mir gerne in die Kommentare und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du ein etwas abgewandeltes Profil, wie ich es dir gerade vorgestellt habe, im Einsatz sehen willst. Dann, ja, bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.